Lebensbaum. Lebensbaum, auch genannt Weltenbaum, ist ein uraltes Symbol in vielen Religionen. Lebensbaum ist ein verbreitetes Mythenmotiv. Lebensbaum hat etwas zu tun mit der Fruchtbarkeitssymbolik, mit dem Schöpfungsmythos. Lebensbaum steht bei vielen Völkern als altes Symbol der kosmischen Ordnung. Lebensbaum ist manchmal auch die Weltachse, die Axis Mundi, und manchmal symbolisiert der Lebensbaum auch die Schöpfung an sich. Im Lebensbaum gibt es ja auch die Wurzeln, die die Unterwelt sind, es ist die Erde und schließlich gibt es den Himmel. Auch im alten Indien gibt es einen Lebensbaum, nämlich dem Ashwatthama-Baum, der wird in dem Bhagavad Gita genannt, und dort wird gesagt, die Wurzeln sind oben und die Blätter sind nach unten. Wurzeln sollen heißen im Göttlichen und die Blüten und Blätter, wie auch die Früchte, ist das, was es in dieser Welt gibt. Wir finden den Lebensbaum auch in vielen mesopotamischen Kulturen. Wir finden den Lebensbaum auch als Weltenberg, Weltenbaum, wie in Indien der Berg Meru. Und es gibt im Schamanismus immer wieder Weltenbäume. Bei den Germanen gibt es den Baum Yggdrasil und Yggdrasil symbolisiert die ganze Welt. Auch in Grimms Märchen gibt es immer wieder die Rede vom Baum des Lebens. Und besondere Wichtigkeit hat der Baum des Lebens auch in der Kabbala. Der Lebensbaum, der Baum des Lebens in der Kabbala. In der Kabbala gibt es den Baum des Lebens, der heißt auch Etz Chaim, ETZ und ein neues Wort CHAIM. Und der Lebensbaum symbolisiert die gesamte göttliche Schöpfung. Lebensbaum sind hier die Sephirot, also bestehend aus 10 verschiedenen Sephirot. Lebensbaum gibt es aber eben auch als Baum des Lebens und Baum der Erkenntnis, als ursprünglicher Baum im Paradies. Und die 10 Sephirot, die den Baum des Lebens beinhalten, entsprechen den 10 Seinszuständen der Kabbala. Die 10 Sephirot sind Keter, K-E-T-H-E-R, das ist Krone, Kokma, C-H-O-C-H-M-A, Weisheit, Klugheit und Geschicklichkeit. Dann gibt es Bina, B-I-N-A-H, Einsicht, Verstand und Intelligenz. Nächstes ist Chesed, C-H-E-S-E-D, das ist Gnade, Gunst und Treue. Dann folgt Gebura, Stärke, Macht, Sieg und Gerechtigkeit. Dann muss die Schönheit kommen, die Schönheit ist Tiferet, Pracht, Verherrlichung und Schönheit. Und dann geht es weiter in die Welt hinein mit Netzach, N-E-T-Z-A-C-H, Ewigkeit, Beständigkeit und Sieg. Es folgt Hod, H-O-D, Glanz, Majestät und Donner. Und dann geht es in Yesod, Y-E-S-O-D, das ist das Fundament, die Grundlage, der Grundstein. Und schließlich Malkut, M-A-L-K-U-T-H, und das ist dann das Königreich, die Herrschaft, die königliche Würde. Der Lebensbaum hat dann 22 Hauptpfade, das entspricht den 22 Trumpfkarten des Tarot. Der Lebensbaum wird manchmal in 3 Etagen eingeteilt, manchmal auch in 4. Und dann, das entspricht dann den 3 oder 4 Seinsebenen, zum Beispiel physische Welt, astrale Welt, Kausalwelt und die Welt jenseits davon.